Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horst Weitz, sehr geehrter Herr Goldberg, lieber Oberbürgermeister, Sie haben schon alle hier einmal mehr oder weniger namentlich begrüßt, sodass ich mir die große Begrüßung dann an dieser Stelle schenken darf. Gleichwohl möchte ich sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die heutige Einladung hier nach Remscheid. Ich darf Sie bitten, mein Verspäten zu entschuldigen. Wir hatten eine falsche Hausnummer und waren schon im Quartier, aber Franken leider die Städte nicht. Ja, und einen besonders herzlichen Dank für euer Engagement hier in der Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, den Ort des lebendigen Erinnerns zu gestalten. Schon mehrmals und zuletzt im Mai im Landtag hatte ich die Möglichkeit, mir ein Bild über eure beeindruckende Arbeit, eure beeindruckenden Aktivitäten zu machen. Und auf eure Initiative ist hier ein Ort des Gedenkens und eine Bildungsstätte zur Lokalgeschichte entstanden. Ein Ort, an dem sich die Menschen aus Remscheid und Umgebung ein Bild davon machen können, was ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unmittelbarer Nachbarschaft erleben und erleiden mussten. Meine Damen und Herren, als der Zweite Weltkrieg im Mai 1945 beendet war, als Nazi-Deutschland kapituliert hatte und das Verbrechen in seiner ganzen mörderischen Dimension deutlich wurde, da waren alle Remscheider Juden, bis auf einige wenige, vertrieben oder ermordet worden. Ihnen erging es wie vielen anderen jüdischen Familien und vielen anderen Menschen. Wir gedenken gestern und heute der Ermordeten und der Überlebenden, der Millionen Opfer der Nazi-Diktatur, die im Widerstandskampf aus rassistischen oder religiösen Gründen verfolgt worden. Unser Gedenken ehrt die Verstorbenen und die Überlebenden. Es ist ein Bekenntnis zur Menschlichkeit, ein Bekenntnis für Demokratie, für Frieden und Toleranz, ein Bekenntnis gegen Faschismus, gegen Rassismus und jede menschenverachtende Ideologie. Wir leben heute in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft. Das ist nicht selbstverständlich. Extremismus und Rassismus waren und sind bis heute Herausforderungen, auch in demokratischen Gesellschaften. Und dafür gibt es bittere Beweise. Seien es die Neonazis, die in Chemnitz und anderswo aufmarschiert sind, sei es unterschwelliger Alltagsrassismus oder auch immer wieder aufflackernde Forderungen mancher nach einem Schlussstrich bei dem Gedenken. Wir alle müssen uns Personen, die unsere freiheitlich-demokratischen, pluralistischen Gesellschaften ablehnen, entgegenstellen. Wir müssen ihnen deutlich machen, dass es unsere Gesellschaft, dass es unsere Gesellschaft, eine Gesellschaft aller und dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land nicht so denkt wie sie. Einige Entwicklungen, nicht nur in unserem Land, sondern in ganz Europa, sind besorgniserregend. Antisemitismus ist leider wieder sehr präsent und leider auch in Teilen der Gesellschaft populär. Deshalb möchte ich ganz deutlich sagen, auch wenn es sehr bedrückend ist, dass dies heutzutage überhaupt noch gesagt werden muss, Antisemitismus, egal wie begründet, ist nicht hinnehmbar. Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen, kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit, aufgrund ihrer politischen Überzeugung, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Neigung, aufgrund ihrer körperlichen oder auch geistigen Behinderung, ist
und bleibt inakzeptabel. Wir alle sind hier in der Pflicht zu handeln und entschieden für unsere Demokratie und die Menschenrechte einzutreten. Und ich setze mich auch als Schirmherrin der Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall dafür ein, dass mehr und mehr Schulen sich auf den Weg machen und Erinnerungskultur und Demokratiebildung zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit machen. Wir müssen Kinder und Jugendliche, wir müssen Schülerinnen und Schüler in ihrem Demokratieverständnis stärken, damit sie extremistische Aussagen und Verführungen, auch die gibt es, erkennen. Und damit sie selbstbewusst die Stimme gegen diejenigen erheben, die rechtsradikales Gedankengut verbreiten. Wir brauchen auch in der Gegenwart jeden Tag Mut, Zivilcourage und gesellschaftliches Engagement. Das zeigt uns unsere Geschichte eindringlich. Wir alle tragen Verantwortung mit dem, was wir tun, aber auch mit dem, was wir nicht tun. Meine Damen und Herren, gestern war ein besonderes Datum. Der 9. November 2018, der 80. Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht. Daran erinnern wir uns heute. Heute vor 80 Jahren standen viele Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Menschen, ja, als Ergebnis des in der Nacht wüteten nationalistischen Mobs, Menschen, die alles über Nacht verloren haben. Die Ausschreitungen der Reichspogromnacht spielten sich vor den Augen der Bevölkerung ab. Erstmals waren alle Deutschen direkt mit der antisemitischen Gewalt konfrontiert. Das Volk am Tatort teilte sich in Mittäter, in Zuschauer, in Plünderer und auch in Helfer. Nicht nur Parteimitglieder waren auf den Straßen unterwegs, sondern auch sogenannte ganz normale Bürger. Auch aus Zuschauern wurden mitunter Mittäter. Eines aber war augenfällig. Die Mehrheit der neugierigen Bevölkerung verhielt sich passiv. Sie agierte in erster Linie als Zuschauer. Diese Passivität wurde von den Tätern zumeist als stillschweigende Zustimmung gedeutet. Zu selten zeigten Nachbarinnen und Nachbarn Zivilcourage. Stattdessen wurde stillgehalten, auch wenn man mit den Taten nicht einverstanden war. Und auch hier in Remscheid beteiligten sich Menschen an den Pogrom. Hier im Pferdestall wurden am 9. November 1938 jüdische Männer, Frauen und Kinder eingepfercht, weil die übrigen Amtszellen bereits überfüllt waren. Von hier aus wurden die Menschen in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Auch diese Geschichte ist Teil der Stadt Remscheid. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt keinen leichten Ort ausgewählt. Der Pferdestall erzählt Geschichten von Gewalt, von Leid und auch von Entrechtung. Doch ihr möchtet, dass dieser Ort eine Stätte der Erinnerung und eine Stätte der Bildung wird. Ihr möchtet an die Verfolger und Verfolgten der Stadt Remscheid zwischen 1933 und 1945 erinnern. Ihr wollt Geschichte in die Öffentlichkeit tragen und die Stadtgesellschaft aktiv mitgestalten. Und ihr wollt, dass in der Stadtgesellschaft öffentliche Debatten über Leid und Verantwortung, über die Vergangenheit und die Gegenwart geführt werden. Dieser Ort ist sicherlich kein leichter Ort, aber er ist ein wichtiger Ort.
Eine Kultur des Erinnerns ist weit mehr als eine Ansammlung von historischen Faktenwissen. Sie berührt und sie basiert auf Anfühlung. Nur wenn wir uns in menschliche Schicksale unter der NS-Diktatur auch einfühlen können, werden wir eine klare innere Haltung entwickeln und uns entschlossen gegen jede Form von Ausgrenzung, Menschenfeindlichkeit, Intoleranz und Gewalt stellen, ob im Kleinen oder im Großen. Jeden Tag erfordert das unseren Einsatz. Für ein solches Gedenken brauchen die nachfolgenden Generationen Orte, an denen sie sich ganz konkret und persönlich mit menschlichen Schicksalen auseinandersetzen können. Das tun sie einmal im Unterricht, aber eben auch außerhalb des Unterrichts an sogenannten außerschulischen Lernorten. Das tun sie nachhaltig und empathiefördernd. Und die Gedenkstätte Pferdestall, in der wir uns heute hier befinden, ist ein solcher Ort. Vielen Dank.